Hallöchen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von God of War 3. Wollt ihr mal was Lustiges sehen? Ja, das hier. Muss reichen. Also, ne, weiter geht's. Hephaistos haben wir einfach getötet. Jetzt muss ich gerade überlegen. Fierk war das Rennen, ne? Genau. Benutze ich auch einfach nie. Naja, egal. Ui. Genau, hier können wir jetzt wieder rein. Schöne Kamera hier. Gar nicht verpixelt oder so. Ja, das letzte Mal, genau. Wir haben Hephaistos besiegt und Kronos. Ja, doch, genau. Beim letzten Mal war ja auch Kronos schon noch, ne? Wir haben 1000 Hit-Kombo geschafft. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt einfach mal weitermachen. Sind schon wieder hier. Das Video wird wieder ab 18 geschaltet. Ich freue mich. Kriege ich nochmal Orbs? Sorry, ich muss es ausprobieren. Ich brauche Orbs. Ich bin arm. Ich muss mir doch alle Upgrades leisten. Es ist nicht so leicht. Es ist wirklich nochmal genau das gleiche. Hätte mir denken können. Imaginieren Sie. Oh, oh Gott. Also muss ich auch schon letztes Mal so im Kreis, den Halbkreis machen. Hast du eben schon gesagt. Mhm. Jetzt kannst du auf Kreis spammen, ne? Muss ich den letzten Mal Kreis spammen? Es gibt mir Hoffnung, dass jetzt ganz viele Orbs kommen. Ha! Gibt tatsächlich nochmal Orbs. Geil. Okay, nochmal kriegst du nicht. Oh, das ist eine Sicht hier. Auf den Arsch. Mein Gott. Ja gut, ich spiel mal weiter, ne? Ich weiß gar nicht, wo es weitergeht, um ehrlich zu sein. Einmal wieder zurück. Hier hinten war ja eigentlich nichts mehr. Genau, hier hinten war ja das... Oh, ist auch ein interessanter Ort, ne? Da ist ein interessantes Versteck. Aber ja, da war auf jeden Fall das, ja, irgendwie Gürtel oder so, ich weiß gar nicht mehr. Wir haben eine neue Waffe, ne? Auch nochmal hier. Schön, eigentlich. An sich cool, mehr Abwechslung, aber auch ein bisschen scheiße, weil, das heißt, ich muss noch mehr upgraden. Wie viel habe ich jetzt gerade? 3400. Ich mache mir halt ein bisschen Sorgen, dass das alles nicht so klappt. Nemesis Rage. Sock an enemy and all surrounding enemies with blast of energy. Okay. Ja, machen wir sofort, aber ich muss erstmal. Erstmal. Komm, es fehlt mir viel für die Trophäe. Ich spüre es. Okay. Nett. Eigentlich ganz cool, dass man ja auch mal eine Waffe hat, die so ein bisschen Kombo-Potenzial bietet, in der Hinsicht, dass man halt gedrückt halten kann und dann so ein bisschen die stauen kann. Ey, das ist voll gut. Holy shit. 60er Kombo mal eben hingelegt. Die Waffe ist auch ganz geil. Das Spiel hat geile Waffen. Nur die erste, die ich gerade vergessen habe, war nicht so gut. Ach ja, die Hades Clown. Die Upper Gardens. So eine Plague hatten wir schon. Aber wir haben jetzt wahrscheinlich... Ja, ich denke mal, wir haben jetzt alle Waffen auf jeden Fall. Die Faust war auch geil, ne? Naja. Tot. Na toll. Tja, das hier war kaputt, ne? Ah, ja, stimmt. Blitz, Blitz, Platz, Blitz, plus Platz. Aha. Strom. Ja, ja, ja. Das ist eine tolle Sache. Ich habe übrigens auch das Video offen, keine Sorge. Also noch sind wir nicht bei den nächsten Collectibles, aber ich denke mal, gleich kommt was. Behaupte jetzt einfach mal. Ich lasse mal, oder? Ja doch, ich lasse mal da. Vielleicht kommen wir hier nochmal dran vorbei, wenn es uns schlecht geht.
nichts, was ich hier kaputt machen kann. Das Dodgen sieht irgendwie echt weird aus hiermit. Also, hier auch ähnlich. Wie sah es hier aus? Naja, jetzt sieht er wieder ran, stimmt. Und hier ganz klassisch, die Rolle. Hui. Ah ja, genau. In dem Raum hier irgendwo ist auf jeden Fall was. Oh, ich glaube genau die beiden Sachen. Oh, hier sind ja drei Sachen, Alter. Mashallah. Okay, bevor ich irgendwas verkacke, gucke ich mir direkt die Lösung an. Notebook Entry, a commission from the gods. This shall be my greatest work. In return for building a device to protect what is most precious to Zeus, he has fittingly promised that most precious to me. The return of my boy Icarus. Daedalus. Day one. Aha. Ja, das ist das, was wir schon gesehen haben da, ne? Das Labyrinth und so. Icarus. Hier, das ist von Icarus noch da. Ne, wie war das nochmal? Habe ich von ihm die Flügel bekommen? Irgendwie? Weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich, ne? Oh, jetzt auch noch was. Notebook Entry. Zeus asks of me the impossible. He does not see that the harder he drives me, the more my vision slips through my fingers. Yet thoughts of my son never fade. The scale of this project is unlike any before, and I continuously seek a power source worthy. Taking apart these statues of Hephaestus have been a futile waste of effort. It seems only the original has any value. Tomorrow I shall ask of the fires of Hades. Daedalus Tag 452. Whatever, I don't care. Okay, ich kann mir ganz viel angucken, wa? Krass. Notebook Entry. My son, you will delight in seeing how my labyrinth overshadows all in Olympus. Even the great chain of balance is but a mere tool to drive my works. How your laughter will fill the empty caverns. Thou not as empty as I originally thought. More workers here found dead today. It is not the way of the world that mortar must often be mixed with blood. 4319. Ey, da sind die PlayStation-Tasten da. Ich sehe sie. Da so in der Mitte. Warte, da. So ein bisschen links über Kratos Kopf. Schön. Ja. Gott, ey, kann ich mir jetzt hier alles angucken? Aber muss ich ja, ne? Für die Lore. Notebook Entry. Yes! Combining the gift of Borealis, Aurora Borealis, with the fires has provided me with an incredible new energy. The muses guide my hand and the desire to see Icarus driven me on, but I cannot help but take irgendwas. The torturous pain that this invention of mine will cause. I shudder to think of it. Pray that none will be foolish enough to attempt to take from Zeus what is his. It seems that I have created again that which would go better unused. A lesson often learned too late. Daedalus, Tag 1026. Schön hier, das Da Vinci-Ding, dessen Namen ich immer vergesse. Der Mensch. Ich vergesse es immer. Ich kann es mir einfach nicht merken. Ist auf eurer Krankenkassenkarte drauf. Today I seared Zeus' treasure into the heart of the labyrinth. It does not seem right to sacrifice one child to gain another. Yet I would do anything to make Zeus fulfill his promise. Do not think less of me, Icarus. We have too much at risk. Yet the philosophers debate morals while we inventors invent. Wir haben es bald. My boy, the labyrinth is almost complete. Why have you not come to me yet? Together we will fly. Oh, ich bin von meinem Schreibtisch abgerutscht. Together we will fly. I surmise. Noch nie gehört. There's a naturally noch nie gehört. Drafts occurring along the chain shall be more than sufficient to Zeus summons me. I must go oversee the final efforts. So. Noch mehr hier? Okay, einmal noch hier was Großes. Notebook Entry. My labyrinth, for that is what I call my creation, now approaches perfection. I feel the other gods' jealousy grow as too does Zeus' impatience. I achieved perfection once before in you, my darling Icarus, and that too was ripped from my grasps. Ja, wie gesagt, habe ich immer im Rücken. Also hier ist Daedalus, der ist scheinbar irgendwie der Erschaffer hier und der hat auch für Icarus die Flügel gemacht und... Keine Ahnung, ist es sein Sohn? Habe ich das richtig verstanden? Nee, Icarus irgendwie unser aller Sohn hier. Glaube ich auch irgendwie mit Aphrodite verwandt bin. Naja, auf jeden Fall hoffe ich wahrscheinlich, dass Icarus damit zurückkommen kann. Aber ich glaube, das funktioniert nicht, wie er sich das vorstellt. Gut, ich gucke mal kurz in das Video wieder rein, ne, bevor ich hier irgendwas übersehe.
Okay, betätige auf jeden Fall zuerst den Hebel. Mache ich das auch einfach mal. Die Balliste feuern, okay. Machen. Wurf. Okay, sind wir. Oh. Will ich da jetzt erstmal rein, ist die Frage. Ah, nochmal ballern. Ja, stimmt, dann ballert das da raus und. Ah. Hier gibt's Sinn tatsächlich. You can climb on the rope created by firing the ballista. Ja, habe ich gerade auch gemerkt. Na, kann ich hier immer hoch hier. Blubblub. Weiter habe ich noch nicht geguckt, aber hier ist ein Hebel. Der Seil einfach verschwindet, hä? Okay, was muss ich jetzt tun? richtiges Rätsel hier, ey. Dass ich das noch erleben darf. Nochmal ballern. Ah, deswegen ballern. Okay, ergibt Sinn. Oh, gerade noch so, glaube ich. Da sind sie. Coolio. Okay. Gucken, was wir hier Schönes haben. Pling. Federn rupfen. Alle Phönixfedern. Also, ja doch, alle Phönixfedern. Gibt natürlich noch mehr Ton damit. Und ich hoffe, dass sie auch im Video noch angezeigt werden. Oh ja, jetzt nochmal Pling. Delalus Schematics. Ah, okay. Einfach so in so einer. In der Truhe drin. Auch nicht schlecht. So, jetzt natürlich noch das da oben. Würde ich natürlich auch sehr gerne bekommen. Naja, Dude. Hat auch gerade eine Trophäe bekommen. Kann ich auf jeden Fall nochmal drehen, den Apparat hier. Hab ich ja auch schon. Also habe ich tatsächlich auch schon festgestellt. Oder auch nicht. Warum kann ich jetzt nicht drehen? Nee. Muss ich nicht. Oder muss ich irgendwas drücken dafür? Ja. Nein. Was ist das denn jetzt? Gut, ich kann es halt nicht drehen so. Aber im Video geht's problemlos. Hä? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? War das wieder runtergefahren hier, das Ding vielleicht? Nee, es war ja eben. Hä, warum kann ich. Wie habe ich das gerade gemacht? Hä? Hallo? Steuerung, was ist denn los? Also, irgendwas ist hier gerade fürchterlich verbuggt. Ich weiß nicht genau, was da gerade los ist. Okay, keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert hat. Hinterfragen wir es nicht. Ich hoffe nicht, dass ich nochmal drehen muss. Bomb. Simpel. So, ich hoffe, ich komme dann auch da gleich noch irgendwie hin. Zur roten Truhe. Keine Ahnung, Gurgo, ein Auge drin sein.
Also, muss nicht, ne? Aber sehr schön. Geilo. So, okay. Warte, machen wir anders. Okay, das klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber warte mal, von da vielleicht. Kann ich denn hier so abspringen und... Nein, kann ich nicht. Okay, da komme ich ja nur da oben hin. Wie komme ich da oben rein? Ah, bestimmt von da oben dann gleich, ne? Okay. Muss ich leider wieder einmal drehen. Keine Ahnung, wie es jetzt wieder geklappt hat. Ich habe wieder alles wild im Kreis gedreht und irgendwann ist es passiert einfach. Oh, warte mal, da rechts. Wo führt denn das eigentlich hin? Ach, das führt dahin. Oh, okay. Ich dachte, dass ich das in der Mitte führt dahin. Na gut, dass ich erstmal hier hingegangen bin. So, und jetzt von hier aus hatte ich halt die Hoffnung. Wobei es eigentlich gar nicht so schlecht, dass jetzt hier so drin ist, ne? Aber geht halt nicht. Oh. Ja. Ich krieg's nicht hin, das da rein zu ballern, leider. So, auf halber Strecke. Weil dann würde es da einmal durchgehen und ich könnte direkt rüberklettern, aber... Hm. Oh, warte mal, das könnte tatsächlich... Okay, it's that simple, alles klar. Hey, ist ja noch was. Aber wieder haben wir noch zwei Stück von fehlen. Okay, das habe ich im Video tatsächlich noch nicht gesehen. Aber gut, dass ich das habe. Okay, ich hätte sie nicht von unten irgendwie ballern müssen, scheinbar. Dann wäre das Seil oben gelandet, aber wie? Ach so, weiß ich das. Ah, okay, ja, theoretisch. Ja, ich hätte es auch anders machen können. Quasi die Plattform wieder senken und dann reinballern in das Bild, was unter mir ist, weil dann wäre es ja weiter unten gelandet und wäre weiter unten rausgekommen, rechts auf dem Bild, und das wäre dann ins andere Bild mit reingeflogen. Ja. Okay, nächste Collectible ist auch noch hier scheinbar, wenn ich jetzt unten reingehe. Okay. Ich finde es gerade echt spannend, dass hier so viel ist und vor allem, das Video neigt sich jetzt echt dem Ende so langsam, ne? Also vielleicht ist doch nicht alles hier markiert. Das fände ich ein bisschen doof, muss ich sagen. Das sollte ich spätestens jetzt, also gleich, als nächstes rausfinden. Damit ich auch ein Video finden kann, wo ich dann noch die restlichen finde, weil ich will auf jeden Fall die ganzen Orbs halt mitnehmen, ne? Okay. Einfach hier hin. Schön. Ja, fehlt noch ein Minotaurushorn, Leute. Nur noch ein Minotaurushorn. Oh, ja. Hier geht's ja auch weiter, ne? Da oben, das war ja dann alles nur für optionalen Bums, wahrscheinlich. So, warte mal. Ich skipp mal kurz durchs Vieh. Oh, jetzt haben wir natürlich... Hochland. Ja, Werbung natürlich. Kann ich nicht kaputt machen hier, ne? Schade eigentlich. Wie jetzt? Das Video ist einfach von vorne gestartet. Was war das denn? Okay, genau, wieder hier. Das heißt, kann gleich potenziell nochmal Werbung kommen, weil das Spiel. Weil YouTube einfach beschissen ist manchmal. Warum machst du jetzt nicht weiter? Okay. Ihr seht das nicht, aber ich schreie gerade ein bisschen.
mal kurz gucken, ob hier noch mehr angezeigt wird. Ne, ich glaube, jetzt werden nur noch die... Ah nein, es werden tatsächlich auch noch die anderen angezeigt. Wie es mir scheint. Die sind jetzt wohl alle in dem Labyrinth hier. Ach du Scheiße. Okay. Ich bin gerade etwas verwirrt, weil jetzt einfach keine göttlichen Dinger mehr angezeigt werden, außer das, was jetzt kommt. Haben wir dann alle? Schon? Alle godly possessions? Und gleich das nächste Pling. Ach, Hera. Die Folge ist vorbei, merke ich gerade. You. I told him to kill you. I told him the day you were born to kill you. But he would not have it. My stupid husband took pity. And now look what you have wrought. Look at this. Look at it. They're dying because of you. Everything is dying because of you. The sun is gone. The ocean swallowed the land. Disease infects what remains. I am doing all I can to keep them alive. But you, your ruthless murdering of the gods has caused all of this. You think this garden is not protected? Your brute strength may have bested Hercules. But your simple mind will never find a way out. I look forward to watching you die here, as an old man. So, der hat irgendwo jetzt den Kegel hier hingeworfen. Da. So, macht es Pling? Wahrscheinlich nicht. Doch, tatsächlich. Okay. Dann haben wir jetzt alle göttlichen Besitztümer. Cool. Cool, cool, cool. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, ich speichere hier. Und beende die Folge und ich werde jetzt mal kurz noch mal ins Video schauen, ob wirklich jetzt die letzten Locations auch angezeigt werden. Sicherheitshalber, weil die möchte ich natürlich gerne alle mitnehmen, weil wegen viel Rubine, wollte ich schon sagen. Ja, Zelda ist es hier. Also, ne, bis zum nächsten Mal. Ciao!